Moin, hallo und willkommen zurück zu Dismantle. Wir haben erstmal ein bisschen was abgerissen gehabt hier in der letzten Episode. Und jetzt müssen wir erstmal wieder zurückgehen, weil wir brauchen noch ein paar Sachen. Kimchi können wir noch nicht machen, ne? Wir brauchen noch zwei Zwiebeln und zwei. Ich weiß gar nicht, was sind das? Zwei andere Sachen. Kartoffeln brauchen wir noch. Wir müssten auch mal gucken, ob wir was anderes kriegen können. Ich guck mal, ob ich. Obwohl, ne, mit der. Mit der, Shady kann ich das noch nicht machen. Die ist noch nicht stark genug, ne? Powerangriff ist nur 30%. Das wird nicht reichen. Hier machen wir das wieder. Dann haben wir erstmal genug Powerangriffe. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mal das Werkzeug wechseln. Wir müssen zur Baustelle. Warte mal. Aber erstmal wollte ich. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte erstmal zu den Brunnen, ne? Das heißt, ich muss da runter eigentlich. Hier runter. Der Weg nach dahin ist kürzer, glaube ich, oder? Ne, ist beides gleich lang. Was mache ich denn jetzt dann? Der ist grün, der Turm. Wir gucken den Turm mal nach. Das heißt, wir gehen dann erstmal hier hin. Da können wir das Feld noch checken. Dann gehen wir erst hier hin. Da können wir da auch noch was aufschließen, eventuell. Die opulente Villa. Müssen wir gucken. Wenn wir den aktivieren können, dann kommt da hoffentlich auch nichts wieder. Das müssen wir mal schauen. Wir gucken mal. Erstmal so eine Idee von mir. Ob die dann was taugt, werden wir sehen. Da ist der Hund. Okay. Mal grad gucken. Boah. Okay. Boah, das war ein Crit. Hast du gesehen? 140. Das hat sich gelohnt. Okay, wir müssen hier in die Richtung laufen. Okay, da brauche ich mir keine Sorgen machen, die kriege ich kaputt. Gucken wir uns das Feld mal an. Wie sieht denn das aus? Können wir das ernten? Jo, können wir. Nice. Ernten wir alles? Das noch nicht? Ne, das noch nicht irgendwie. Können wir Material einlagern? Material nehmen mit F. Du kannst das Material aus Ausbauungskisten in der Nähe entnehmen. Material zu entnehmen kostet dich mehr EP, als du bekommst, wenn du es wieder zurücklegst. Zwiebeln brauche ich. 16 EP gehen dann verloren, ne? Okay. Das hat mich 16 EP gekostet, alles klar. Aber dann können wir die hier einpflanzen, weil ich brauche Zwiebeln halt. Das heißt, man muss sich gut überlegen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Das heißt, du musst dir gut überlegen, was du machen willst. Zwiebeln. Ne, Zwiebelsamen habe ich gar nicht. Ah, Mist, das war jetzt dumm. No, jetzt habe ich das falsch gemacht. Ich dachte, ich hätte Zwiebelsamen. Material einlagern, eh. Wir müssen es einlagern, geht nicht anders. Und jetzt muss ich gerade mit Escape das wieder wechseln. Ja. Das war jetzt dumm. Jetzt habe ich die EP verbraten und ja. Ich bräuchte eine Keramik, glaube ich, ne, oder? Eine entnehmen und ein Holz. Okay. 128 EP. Boah. Okay, das ist schon ein bisschen hart. Da habe ich gerade ein bisschen EP dagelassen. Müssen wir wieder EP sammeln. Ich sag mal, wenn wir nachher voll haben, ist kein Problem. Gut, wir kriegen jetzt aber auch ordentlich EP zusammen, ne? So ist es nicht. 116 ist okay. Kriege ich den orangenen Dude auch kaputt da damit? Weiß ich gar nicht. Okay. Ja, okay, jetzt haben wir die Prozent aber wieder drin hier. Das geht. So, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt müssen wir gerade gucken. Geradeaus weiter. Da sind wir. Hier der Brunnen.
Was brauchte ich denn dafür? Ne, ich brauche ein kaputtes Holz. Echt jetzt? Aber kaputtes Holz können wir uns hier holen aus dem Zaun dann zur Not. Oder? Jo, geht. Jetzt können wir das machen. Wähle eine Belohnung aus. 9-mal morsches Holz, 2-mal selten, zarter Zander. Nehmen wir zarten Zander mit, oder? Ach krass, der hat Cooldown. Okay, nice. Das finde ich ja krass. Das ist ein Wunschbrunnen. Das heißt, du kannst dir dann Sachen wünschen. Coole Sache. Den Zander hatten wir noch nicht bisher. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich guck mal jetzt gerade hier oben nach bei dem Verbindungsturm. Das interessiert mich gerade. Ob wir da was machen können. Sender. Tödliche Frequenz. Was brauchen wir dafür? Was Blaues brauchen. Finde das einmal. Erledigungsmonster. Okay, da brauchen wir irgendwas Blaues. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Nicht genug Material. Okay, wir haben. Da haben wir Perlen. Das ist eine Perle. Das ist eine große Perle, ne? Die brauchen wir hier. Okay, das ändert sich. Schaltkreise haben wir genug, aber. Also da brauchen wir eine große Perle oder so. Das heißt, man kann hier nicht eben mal einfach alles fertig machen. Das funktioniert nicht. Okay. Das ist blöde. Aber ist dann halt so. Ich weiß nicht genau, wie man das dann machen kann. Da ist noch eine Kiste. Wir müssen darüber laufen, aber dann müssen wir halt gucken, was wir da kaputt machen müssen. Das Blöde ist halt, die kommen halt wieder, ne? Tja, gucken wir uns die Villa nochmal an. Können wir mal machen. Komm, wir gehen mal zur Villa. Den kann ich also nicht aktivieren hier. Gucken wir uns die Villa an. Da ist ein Dude. Jetzt ist es keine mehr. Und da ist noch einer. Und da auch nicht mehr. Okay. Also die Brechstange, die bringt schon einiges. Ich würde die Machete gerne aufwerten. Da müssen wir mal gucken. So, jetzt sind wir wieder in der Villa. Da ist ein Kollege. Jetzt nicht mehr. Oh. Ist ja richtig was los hier schon wieder. Konnte ich hier abladen? Ne, konnte ich nicht, ne? Wir kamen hier. Doch, wir kommen ja durch jetzt. Wir können ja öffnen. Oh Gott. Sheesh, da hat er mir einen mitgegeben. Ich dachte, ich krieg den auch gewonshottet, aber nee, der hält ein bisschen mehr aus. Machen das mal zu. Müssen wir ein bisschen warten. Können wir den anvisieren? Können wir. Der sieht uns ja hinter der Tür nicht. Jetzt bleibt er stehen, echt? Oh. Da hat er gestanden und nichts reagiert. Oh, da habe ich Schwein gehabt. Was? Okay. Das geht noch nicht kaputt. Okay. Mal gucken, was hier alles ist, ne? Das ist zu gewachsen, zu wuchert, da siehst du nichts mehr hier. Ich komme nicht an die Gewichte dran da hinten. Mist. Das ist blöde jetzt. Okay, wir müssen auf jeden Fall einlangen. The system of rationing has been put in place. We still have an abundance of food and supplies, but we need to conserve our strength for later. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay. Machen wir alles kaputt hier. Dann looten wir die Villa jetzt mal hier. Kommt ordentlich was zusammen. Aber wir können ja halt nicht alles mitnehmen gerade. Das können wir mitnehmen.
So, da Toilettenpapier. Ich nehme erstmal alles auseinander, würde ich sagen. Na, looten gleich. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Material. Das ist eine Klimaanlage? Ich bin mir nicht sicher. Ach, da ist echt noch was hinter. Also müssen wir im Grunde genommen auch die ganzen Blätter wegmachen hier. Bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich ja gerade am Klopfen bin. Das zieht sich ganz schön. Was war das denn? Keine Ahnung. Ganz schön viel Material. Okay, das haben wir auch gleich weg. Tja, so ist so ein Bulletin Villa, ne? Das ist so ein bisschen Aggressionstherapie machen hier. Okay. Es geht also langsam, ne? Kann ich allerdings noch nicht machen. Okay. Ach, mach ich sowieso kaputt. Okay. Die Hängeschränke können wir komischerweise noch nicht kaputt machen, ne? Doch, können wir. Okay. Nice, da kommt sogar Metall raus. Okay. Kühlschränke. Die kann ich nicht kaputt machen, okay. Jetzt haben wir alles kaputt gemacht, oder? Ja, eigentlich schon. Okay, jetzt müssen wir erstmal abladen. Das wird einen Moment dauern. Achso, jetzt können wir ja hier lang gehen. Ha! Das können wir ja niedrig benutzen. Okay. Das ist ganz schön viel Material. Alter Schwede, guck mal hier, wie viel das ist. Ich krieg das nicht mehr mit, ist alles wieder voll. Also Material kommt jetzt gut zusammen. Ich hoffe, dass wir dann auch langsam mal ein bisschen was schaffen können. So, ich muss ja ein bisschen Speed machen jetzt hier. Ist ja auch nicht so interessant, sag ich mal so. Okay. Das geht weg. Wir können aber leider immer noch nicht alles platt machen. Also die Werkbank da, die Muckibank hier ist immer noch voll. Kriegen wir noch was mit? Jo, kriegen wir. Da kriegen wir nichts mit, ne? Ne, mehr geht nicht. Okay. Muss ich Schmiede durch benutzen? Wieso das denn? Wenn die Tür einmal offen ist, müsste sie doch offen bleiben, oder nicht? Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Wir haben alles mitgenommen. Die Villa ist leer. Okay, machen wir das hier noch platt? Tja, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Villa platt gemacht und... Jetzt sind wir hier. Die haben wir aufgemacht. Tja, Zwillingszeltplatz. Die Ruinen bringen uns auch nicht weiter gerade. Wir müssten wieder hier hingehen, ne? Aber da sind halt ein paar ganz fiese Monster. Ich hätte gern ein bisschen mehr Fernkampfwaffen halt, ne? Heuwender. Das bringt uns nicht weiter. Tja, was mache ich denn jetzt? Wir müssen eigentlich zur Baustelle. Die Baustelle ist hier unten. Wie kommen wir denn da am geschicktesten hin? Gar nicht. Wir müssen einmal komplett rumgehen. Das heißt, wir müssen erstmal runter. Ja, dann gehen wir jetzt Richtung Baustelle. Probieren wir das zumindest. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Wo ist denn der kürzeste Weg? Da lang? Da lang und dann da runter? Da könnte man da am Bauernhof vorbeigehen.
Oder wir gehen hier runter. Hier und dann da lang. Das geht auch. Wäre die einzige Möglichkeit dann, ne? Ja, gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall noch Sachen abgeben. Ne, warte mal, wo müssen wir jetzt lang hier? Da lang. Wobei, wir können noch mal kurz gucken zur Werkbank. Warte mal, können wir noch irgendwas machen? Upgraden, hast du nicht gesehen? Blutkonserve können wir machen, jo. Maximale Trefferpunkte. Fälle bräuchten wir halt, ne? Trefferpunkte. Eisen brauchen wir noch mehr. Machen wir erstmal Blutkonserve. Die müssen wir dann auch ausrüsten, ne? Ach, die ist ausgerüstet. Ich kann es nur im Lager ablegen, okay. Den können wir wechseln. Ausweichgeschwindigkeit, was habe ich denn hier? Gegnerische Sichtweite geschrumpft. Verhindert, dass du im Wasser ertrinkst. Krass. Laufgeschwindigkeit, Angelgeschwindigkeit und EP durch Angeln. Wäre natürlich auch nice. Lassen wir erstmal so. Moment, ich kann was herstellen. Aber ich kann ihn nur upgraden, ne? Ja, ich kann nur upgraden. Ich könnte aber gerade Kimchi kochen noch, dann hätten wir das auch weg. Warte mal. Wenn wir gerade da sind, aber dann kommt, es spawnt wieder alles, ne? Nee, komm, ist egal. Lassen wir weg. Ich weiß, dass es geht, aber wir lassen es gerade mal. Gehen wir zurück. Ja, würde ich sagen, wir gehen zurück. Und gehen. Und der nächste. Und gehen. Wo bin ich denn jetzt hier? Links abbiegen. Okay, abladen. Und weiter geht's. Wunschbrunnen haben wir jetzt auch gelernt. Okay. Auch nicht schlecht. Da lang kann ich da so runter? Ich weiß nicht genau. Müssen wir gucken. Oh, Backe. Da sind ein paar mehr. Okay. Der kommt hier direkt hoch. Wäh. Sheesh. Okay. Ich war mir nicht sicher. Aber wir haben ihn fast kaputt gemacht. Wieso habe ich hier? Guck mal, der hat Perlen fallen lassen. Achso, weil wir jetzt hier in dem Gebiet drin sind. Wir sind genau in dem Gebiet drin, wo es, wo hier die Grenze ist. Alles klar. Das heißt, der spawnt normalerweise nicht wieder. Habe ich den noch nicht abgefarmt hier oder was? Warum kommen hier noch? Moment, da ist ja noch einer. Oh, der hat mir einen mitgegeben. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Warte mal. Bandagen. Da war ich wieder zu ballsy. Okay. Ja, muss reichen. Passt schon. Muss reichen. So, da kommen wir gerade nicht lang. Können wir da dran vorbeigehen? Weiß ich gar nicht. Hier. Und da durch? Jo, sind wir durch. Alles klar. Mist, das reicht nicht. Okay, den haben wir erwischt jetzt hier. Jetzt haben wir Bambi platt gemacht. Mist, jetzt habe ich es wieder nicht erwischt. Wir brauchen ein bisschen was für Taschen, ne? Wir brauchen Taschen und Leder. Da haben wir kein Leder gekriegt. Da fehlen mir gleich die Messer hier. Ich sehe das schon kommen. Wow, okay, das habe ich direkt instant platt gemacht. Holy moly. Ich müsste mal gucken, wie viel wir für die Taschen brauchen. Ich brauche 4 Leder, glaube ich, ne? Knochen habe ich noch. Das heißt, ich könnte den Würfel fertig machen, ne? War ich hier schon? Warte mal, wo bin ich denn hier? Ah, da bin ich. Krass, okay, da hatten wir die Gruft. Da können wir jetzt hier runterlaufen. Okay, das, da ist ein Haus im Bau.
Ich behalte mir mal ein Messer übrig noch. Ich finde das andere jetzt sowieso nicht mehr. Da müssen wir runter. Ich hoffe, das reicht. Ich muss irgendwo eigentlich mal abladen gerade. Haben wir irgendwo was zum Abladen? Ne, leider nicht, ne? Da ist ein Lagerfeuer, da ganz unten. Oder da oben. Okay, dann gehen wir erst zurück und laden da gerade ab, weil ich will das Zeug nicht mitnehmen. Ich will Platz haben. Das heißt, wir müssen kurz abladen. Hier dürfte ja nichts mehr spawnen. Genau, die liegen hier alle noch. Das ist gut. Okay. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall ein bisschen was machen. Das läuft ja jetzt schon um einiges besser, muss ich zugeben. Ich hoffe nur, dass das noch weiter so läuft. So gut läuft. Und da muss ich halt gucken. Okay. Da ist noch ein Reh, aber ich nehme jetzt nicht alles mit. Ich will jetzt erstmal hier gerade zum Hausbau gehen. Oh, wir haben das nicht mitgenommen. Oh boy. Der rotzt ja wieder. Oh Gott. Ich kann nicht stehen bleiben. Das funktioniert nicht. Wenn der mich anrotzt, dann ist nur der Mann. No, und jetzt bin ich wieder hier. Ich bin gerade überlegen, wie man das machen kann. Ich muss den ja irgendwie angreifen, aber irgendwie auch nicht. Da habe ich bisher noch keine Lösung gefunden bei dem. Ich kann zwar wegrollen, aber wenn ich wegrolle, kann ich ihn halt nicht angreifen. Das ist das Problem. Wie mache ich denn das? Da muss ich wieder zurück mein Stuff holen. Aber Stuff habe ich ja nicht großartig viel, ne? Aber wir gehen da trotzdem nochmal hin. Das muss irgendwie funktionieren. Den anderen Dude habe ich ja kaputt gemacht, aber der war halt. Ja. Kannst ruhig da bleiben. Oh, da sind zwei. Oh. Das war Mist, weil ich gerade nichts gesehen habe. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Geht auch, ne? Oder? Ja, können wir da so rüber gehen, glaube ich, eventuell. Oh nein. Ich kann vor ihm rollen und ihn dann kaputt schlagen. Das geht auch. Okay, interessant. Das geht auch. Okay. Ich müsste das nur mit dem großen Dude hinkriegen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Das macht mir halt noch Sorgen. Weil bisher habe ich immer verkackt bei dem. Deswegen mag ich den eigentlich nicht so gerne. Ich bräuchte eigentlich mehr fernkampfmäßig irgendwas. Warte mal, kann ich waffenmäßig irgendwas anderes nehmen? Eine Ablenkung kann ich ihm geben. Schmerzloser Tod. Das ist der Ausweg in ansonsten ausweglosen Situationen. Rückhalten, stirb und kehre zurück zum Lagerfeuer im heimatlichen Bunker. Okay. Der Köder sendet Schallwellen auf eine Frequenz aus, die nicht mehr menschliche Wesen anlockt. Die Anzahl der Verwendungen wird am Lagerfeuer wieder aufgefüllt. Einen Köder aushält. Ja, oder ich muss den ausweichen, ne? Ich weiß nicht genau. Ich bin da noch ein bisschen überfragt, muss ich zugeben. Wir gehen mal hier lang. Okay, jetzt bleibe ich hier einfach wieder eiskalt stehen. Was war denn das jetzt hier? Glendalen und Ford, okay. Den habe ich nicht gesehen. Da kam der einfach hinterm Wagen hervor. Was Bescheid. Müsste gleich beim Lagerfeuer sein, okay. Jetzt sind wir da. Wir müssen dann da die Straße rüber. Ich weiß echt noch nicht, wie ich den kaputt kriege. Den Dude, der Spucker da. Es muss irgendwie muss es gehen. Das Problem ist, die Messer machen auch nicht so viel Damage bei ihm, ne? Das macht mir echt Sorgen. Da ist noch ein orangener Dude. Gehen wir mal ein bisschen weg, weil wenn der kreischt, dann holt er alles aus der Umgebung. Und da habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Oh, Backe. Geht er wieder? Ja. Ich habe noch keine gute Lösung gegen den Spucker gefunden.
Oh, Backe, da ist er schon. Ich kann ihn halt ablenken, aber das hilft mir nicht weiter. Kann ich ihn umgehen? Warte mal. Ja, vielleicht, wenn ich hier oben lang gehe. Da war ich zum Glück ein Stück schneller als er. Da ist ein Spucker, beziehungsweise ein Werfer. Nicht, ich sag mal Spucker, aber er ist ja eigentlich ein Werfer. Jetzt ist er gegangen. Wenn ich ihn von hinten erwische, dann kriege ich ihn ziemlich gut kaputt eigentlich. Wo läuft der hin? Der läuft hier lang. Okay. Oh, Backe. Ich muss ein bisschen üben, glaube ich, ne? Da habe ich ein bisschen in die Ecke gedrängt, das ging. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit dem anderen Dude machen soll. Wo bin ich denn gestorben jetzt? Das müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Ach, hier. Okay. Oh, nicht schon wieder. Geh weg. Kann ich ihn loswerden? Weiß er noch, wo ich bin? Jetzt habe ich, glaube ich. Jetzt hat er mich verloren, glaube ich. Jetzt bleibt er da stehen. Okay, also er hat nur eine gewisse Range. Aber ich weiß halt nicht, ich sehe nichts. Das ist jetzt doof. Ja, okay, da. Jetzt habe ich ihn da weggelockt. Kann hoffentlich die Baustelle noch looten. Wahrscheinlich nicht komplett, ne? Weil ich nicht genug Platz habe. Doch, kann ich. Wow, okay, nice. Alles bis gelootet, bis auf das hier. Das Haus im Bau kann ich. Ja, gut, ich kann noch ein, zwei Sachen looten, aber dann ist wirklich Ende hier, ne? Nächste Lagerfeuer ist da unten. Das heißt, ich müsste hier runtergehen. Dann gehen wir da mal runter. Hier hatte ich schon alles leergeräumt. Jo, hatte ich. Habe ich auch zugemacht. Okay, da die Küche konnte ich auseinandernehmen. Da ist doch das Lagerfeuer gleich hier drüben. Okay. Da sind wir schon wieder. Also mit dem Spucker habe ich echt kein Glück. Ich weiß auch nicht. Ich habe da noch keine gute Strategie. Also vor ihm stehen ist schon mal ganz schlechte Strategie. Ich will aber einmal halt noch zuhauen und dann wegrollen. Und das schaffe ich zeitig nicht bei dem. Dafür ist der Spucker zu schnell. Und mit Messern abwerfen, das interessiert ihn nicht, habe ich gesehen. Also ich habe ein Messer angehauen und das bringt nicht viel. Ich mache halt mehr Damage, wenn ich halt zuhaue. Aber es reicht halt nicht. Ich müsste mir noch was einfallen lassen. Oder ich muss den Spucker echt nur ablenken, einfach dann. Weil dann kann mir der Spucker ja egal sein. Ich weiß es noch nicht. Wir konnten hier nochmal gucken, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen können. Wir können hier auf jeden Fall noch weiter suchen, weil hier ist auch noch ein bisschen was. Hier kommen wir ja nicht weiter, weil der Dude ist ziemlich hardcore hier. Wir brauchen eigentlich irgendwie eine Fernkampfwaffe, eine bessere. Bin mir noch nicht sicher. Tja, ich hätte gesagt, wir gucken nochmal hier unten in dem heißen Gebiet nach. Wir können ja andere Klamotten anziehen. Warte mal. Gepäck. Kleidung. Schutz vor Kälte, abblocken. Nee, Materialschaden, das bringt mich nicht weiter. Wo hatte ich denn Ausrüstung, die mich. Muss ich hier wechseln? Jo, ich muss das Schutz vor Hitze. Gegenschiffliche Position aussuchen. Kann ich nur im Lager ablegen. Okay, das heißt, den muss ich wechseln dann. Oh. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz, aber das Problem ist, jetzt bin ich halt auffälliger, ne? Ich brauche einen neuen Slot. Kann ich noch irgendwas craften? Komm, wir setzen uns mal hin, gucken mal gerade.
Vielleicht kann ich doch noch irgendwas craften. Herstellen. Ich könnte den Würfel machen. Hier. Chance auf kritische Treffer 2,5. Okay, das haben wir verbessert. Fälle haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Eisen bräuchten wir hier. Gyroskop, Eisen, okay. Lupe. Ein scharfes Auge entdeckt damit Gegenstände, die ansonsten verborgen geblieben werden. Sucheffizienz 25. Ein Plastik bräuchten wir und dann könnten wir das auch machen. Topfhalter, brauchen wir halt Eisen. Gewöhnlicher Kompakter. Verdoppelt das Fassungsvermögen der Materialtaschen für gewöhnliche Materialien. Das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Mehr Mana-Perlen und mehr Eisen. Cowboy-Hut geht. Schutz vor Hitze plus 5 und Schaden abblocken plus 5. Nehmen wir mit. Okay, Cowboy-Hut haben wir jetzt auch. Müssen wir halt dann noch upgraden nachher, dann das wird noch spaßig. Ja, mal gucken, wir kriegen das irgendwie hin. Irgendwie wird sich schon was ergeben, auch wenn wir da schon keine Ahnung wie oft gestorben sind. Schauen wir mal. Na gut. Das soll es mal gewesen sein. Obwohl, können wir noch was kochen? Ah nee, kochen muss ich am Herd machen. Tja, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. In der nächsten Episode gucken wir dann im Süden weiter. Ich habe jetzt den Eisbeutel eingezogen. Dann sollte das hinhauen. Und ja, ich sage jetzt mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.